Wir haben wirklich viel zu wenig Nachwuchs. Und ich glaube, dass es neben dem Stuckateur auch noch ganz viele andere Handwerksberufe gibt, die einfach überhaupt gar nicht mehr bekannt sind. Da vielleicht ein bisschen auch in die Richtung der Politik. Uns fehlt im Handwerk die ursprünglich da mal gewesene Hauptschule. Diese Schulform fehlt einfach, weil die war immer Lieferant für Nachwuchs und von da kommt nichts mehr. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Meine Tochter ist auch in der Gesamtschule und hat auch einen höheren Abschluss angestrebt von Anfang an. Aber ich sehe das ja, wenn man auch in Bonz 5, da habe ich also einen sehr guten Kontakt auch hin. Und wenn man sich dort mit den Jugendlichen unterhält, die kennen wirklich, also mit ganz viel Glück, 10 Handwerksberufe. Herr Kissmann, Sie haben es ja gerade gesagt, Ihnen fehlt eine Schulform, aber das Handwerk allgemein stellt ja auch fest, dass viel zu wenig Lust aufs Handwerk in allen Schulformen gemacht wird. Frau Dörner, hätten Sie da eine Strategie, wie man das ändern könnte? Also ich glaube, dass man in allen weiterführenden Schulen, ja, ob das jetzt Gesamtschule oder Gymnasium ist, viel mehr noch in die Berufsberatung den handwerklichen Bereich mit integrieren muss. Ja. Mhm. Bei mir ist natürlich meine Oberstufe schon eine Weile her, aber am Gymnasium, ja, der Weg, ja, ins Handwerk wurde überhaupt nicht aufgezeichnet. Ja. Und ich glaube, dass die ganze Debatte, die wir haben über die Gleichwertigkeit auch von beruflicher Bildung, ja, die müssen wir fortführen. Und ich glaube, dass es ganz zentral eine Frage ist, wie wir alle gemeinsam auch über das Handwerk, ja, und darüber eine Ausbildung zu machen, sprechen. Ja. Dass es gesamtgesellschaftlich als eine attraktive Option dargestellt wird. Und was ich, glaube ich, auch wichtig finde, das knüpft vielleicht nochmal an das an, was Sie gesagt haben, mit wir brauchen die Hauptschule zurück. Ja? Das würde ich so nicht unterschreiben. Ja? In Bonn, die Hauptschule ist nicht mehr nachgefragt worden, nein. Die Eltern wollten das nicht mehr. Ne? Aber wir brauchen die Durchlässigkeit. Ja? Und ich glaube, das ist ja etwas, was beim Handwerk auch mit den modularen Ausbildungen, ja, dann über Meister beispielsweise, bis dahin, dass man irgendwann dann, wenn man Dachdeckermeister ist, noch einen Betriebswirt BA draufsetzen kann, wenn man selber nicht mehr aufs Dach kann. So. Und diesen eigentlich ja extrem attraktiven, weil flexiblen Lebensweg, ja, der ist, glaube ich, vielen jungen Menschen gar nicht bewusst. Und dafür muss man, glaube ich, in allen Schulformen werben. Hm. Hast du da, hätte da von Ihrer Seite aus in den letzten Jahren was besser gemacht werden können? Ach meine Güte, man kann natürlich immer was besser machen, aber ich glaube, es geht einfach darum, die jungen Menschen darauf hinzuweisen, dass das Handwerk eben einerseits wahnsinnige Perspektiven bildet. Schreibt mal nach, sind Sie da im Austausch mit der Schuldezernentin beispielsweise? Ist sowas auf der Tagesordnung? Spricht man über sowas? Ja, natürlich sprechen wir über sowas. Also gerade Fachkräfte ist ja ein Thema, das das Handwerk betrifft, aber das alle anderen Sparten ja auch betrifft. Und insofern ist das natürlich auf unserer Agenda, nicht auf der täglichen, aber auf der wöchentlichen Agenda, wo wir uns darüber austauschen, wie können wir da unterstützen, was können wir da besser machen. Ich erinnere mich selber auch an meine Schulzeit, als ich damals mein Abitur bekommen habe, hat der Vater eines Klassenkameraden gesagt, Jungs, ich war auf einer Jungenschule, also da gab es keine Mädchen, hat gesagt, Jungs, bevor ihr alle zur Universität rennt, hört auf mich, Handwerker werden in ein paar Jahren in goldenen Schubladen auf die Baustelle gefahren. Und das ist tatsächlich, ja, Herr Grissmann, das mit den goldenen Schubladen, glaube ich, ist wahrscheinlich nicht so. Aber wir arbeiten dran. Aber es ist tatsächlich so, dass das Handwerk so vielseitige Perspektiven bietet, die leider bei vielen jungen Menschen nicht ankommen. Und deswegen sollten wir vielleicht gemeinsam auch mit dem Land und dem Bund darüber nachdenken, wie können wir das weiter fördern. Dass eben Praktika zum Beispiel, wenn ich auf einem Gymnasium oder einer Gesamtschule bin, Praktika nicht nur in akademischen Berufen gemacht werden, sondern ganz bewusst eben auch in handwerklichen Berufen angeboten werden. Und da können wir, glaube ich, eine Plattform bieten, da Kontakte herzustellen, dass das auch an den weiterführenden Schulen wie Gymnasien und Gesamtschulen möglich ist, hier mal in einen Stuckateurbetrieb reinzuschnuppern. Wir haben das unseren Jungs damals empfohlen. Frau von Bülow, gangbares Modell, dass man sagt, beispielsweise Pflicht für ein akademisches Praktikum und Pflicht für ein Handwerkspraktikum? Also auf jeden Fall sollte man das überlegen, weil also die Kinder starten ja sehr handwerklich. Die rühren, matschen, machen sowas.
Im Kindergartenalter, sie singen, wer wir fleißige Handwerker sehen und backen mit Begeisterung Kuchen und machen sich die Haare und alles Handwerksberufe im Grunde. Und das geht dann irgendwann verloren. Und da fragt man sich schon, warum ist dieses Glückserlebnis, was ja Kinder haben und was ich auch irgendwie, ne, wenn man Hobbyhandwerk auch immer hat, warum geht das verloren? Warum ist er so wenig präsent, dass man, dass das auch ein Beruf sein kann? Wir haben viel Richtung Akademisierung gemacht. Es hieß auch, uns fehlen die Akademiker und dadurch hat sich die Schule noch viel stärker da ausgerichtet. Stellen aber jetzt fest, es brennt an einer anderen Stelle. Und deswegen natürlich ist Umsteuern sinnvoll. Und ich glaube, man sollte tatsächlich hingucken, die Praktika aus meiner Sicht als Mutter sind überhaupt nicht sinnvoll organisiert im weiterführenden Schulbereich. Da wird eine Potenzialanalyse gemacht, da wissen die noch überhaupt gar nicht, wohin mit ihnen die Reise geht. Das wird teuerst finanziert vom Land. Also wenn man diese Finanzen da schon mal reinschieben würde, wäre super. Und dann auch wirklich, ich weiß nicht wie, Sie arbeiten ja schon in den Schulen, das nochmal präsenter zu machen, dass ein zweiwöchiges Praktikum in einem Handwerksbetrieb in der Regel mehr bringt als, weiß ich nicht, mal beim Fernsehen über die Schulter zu gucken oder sowas, was so attraktiv ist. Ne? Weil man dann wirklich einen richtigen Einblick bekommt. Also einfach auch das viel mehr darstellen und die Role Models da mehr präsentieren und zeigen, das ist toll. Ich würde an der Stelle gerne einen Wunsch äußern. Also es gibt ja, wir selber sind in einer Handwerkskooperation, in der die 12 Kerngewerke drin sind. Und davon gibt es ganz viele, dass wir dort mehr Plattformen in den Schulen bekommen, denn da kann ich was ganz anderes anbieten. Wir haben das jetzt aus unserer Kraft her ins Leben gerufen und bieten ein Praktikum in 12 Handwerksberufen an. Das heißt also, in diesen 2 Wochen durchläuft man 12 Firmen. Aber warum muss ich mir das einfallen lassen? Also ich sag mal, da würde ich mir etwas mehr Rückendeckung wünschen und auch etwas mehr Plattformen in den Schulen.